Das, was die Stadt braucht, ist Stabilität und Vertrauen zwischen Kommunalpolitik und Verwaltung. Herzlich willkommen beim Stadtmagazin hier in Bad Bramstedt. Und Sie wissen, es ist immer was los. Und ich habe einen Gast, Felix Karl. Die Bürgermeisterwahl steht an im September. Und Sie sind gewählt mit 85% Auftrag der CDU. Herzlich willkommen erstmal. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich frage mich ja, also das ist ja ein Job, den eigentlich keiner haben möchte. Und ich möchte die Gelegenheit nehmen, einmal wirklich so von ganz unten den Typen Felix Karl so zu beleuchten, ohne die großen politischen Dinge. Bei der Wahl der CDU kam als erstes die Frage, Sie kommen ja aus Nordfriesland. Wie sind Sie eigentlich hierher gekommen? Das stimmt, ich komme aus Nordfriesland und ich würde auch sagen, Nordfriese bleibt man ja im Herzen immer. Man ist dann irgendwie auch stolz auf seine Heimat logischerweise. Und wie bin ich hierher gekommen? Aus ganz banalen Gründen. Meine Frau kommt aus dem südlichen Schleswig-Holstein, näher gesagt aus Quickborn. Und wir haben uns vor allen Dingen bei dem Thema der Familienplanung und dem freudigen und schönen Thema des Familienzuwachses dafür entschieden, eine Familiennähe zu suchen und Anschluss zu einer Familie zu haben und gemeinsam zu wohnen, gemeinsam zu leben. Und so sind wir 2020 in diesen schönen Ort gezogen und sind seitdem sehr heimisch in Bissenmoor und glücklich und zufrieden, ja, hier gelandet zu sein. Das heißt, Frau und Familie, wie groß kann man sich das vorstellen? Ja, ich bin stolzer Papa von 3 kleinen Kindern, von 2 Mädchen, einem Sohn und ein Ehemann einer ganz bezaubernden Frau. Und so sieht unsere Kernfamilie aus. Dazu gibt es dann einige Geschwister und Onkel und Tanten, die uns auch tatkräftig immer unterstützen und einfach, ja, man dieses Gebilde Familie auch wirklich tatsächlich lebt. Nun ist die erste Frage bei der öffentlichen Vorstellung ja gewesen, kann der das? Ne? Also wir haben ja alles Mögliche an Bewerbern hier gehabt, auch hier in Bad Bramstedt, vom Rechtsanwalt über Taxifahrer und in den anderen Städten auch. Also es war sehr, sehr breit gefächert. Das war die erste Frage, die ich bei Ihnen mitbekommen habe. Können Sie das? Was muss man können? Was haben Sie gelernt und wie ist der Weg bis heute? Ja, ich glaube, man muss, da haben Sie schon recht, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, eine ganze Menge sicherlich erstmal können und man muss sicherlich auch eine ganze Menge gesehen, erlebt und gemacht haben. Ich bin von Haus aus in 2 Berufen zu Hause gewesen. Ich komme ursprünglich aus der Krankenpflege, bin später Sozialpädagoge geworden, habe an der Fachhochschule studiert und man muss dann quasi auch so ein bisschen abtauchen in das, was hat man denn theoretisch gelernt. Es war also eine Kombination aus vielen verschiedenen Disziplinen, unter anderem eben auch stark geprägt durch Verwaltungsrecht, Verwaltungshandeln, was bei mir in meiner Erwerbsbiografie zu einer langjährigen Tätigkeit in der Kreisverwaltung in Husum geführt hat, wo ich in verschiedenen Positionen und vor allen Dingen auch im Schwerpunkt nachher der Leitung und Personalverantwortung tätig gewesen bin und heute sagen darf und auch mich freue, das sagen zu dürfen, auf eine intensive, lange Berufserfahrung, jetzt mittlerweile um die 20 Jahre rum zurückzublicken, die vor allen Dingen sehr geprägt ist von einem Verständnis, einem Know-how im Bereich der Verwaltung, der kaufmännischen Verantwortung, der personellen Verantwortung und nicht zuletzt natürlich auch der pädagogischen Zusammenarbeit, Arbeit mit Menschen, die mich immer interessiert und fasziniert hat. Wenn man quasi auch ein Bild haben möchte von mir, wie ich beruflich arbeite oder so ticke, dann habe ich auch immer in Teams gearbeitet und das war immer mein Verständnis von gelingender Arbeit und auch von sinnstiftender Tätigkeit in Teams zu arbeiten. Das ist, glaube ich, etwas, was mich auszeichnet, sowohl von der einen als von der anderen Seite, das Theoretische und das Praktische gesehen, getan zu haben bis heute und letztendlich in den letzten Jahren die Führungsverantwortung auch zahlenmäßig entsprechend inne gehabt zu haben, heute Geschäftsführer eines mittelständischen gemeinnützigen Betriebes zu sein mit knapp 90 Mitarbeitern hier am Ort. Das sind, denke ich, Tätigkeiten und auch Expertisen, die sehr gut in den Job oder die Jobbeschreibung eines Bürgermeisters passen, mit natürlich auch der Idee, denn entsprechend ein vernünftiger Dienststellenleiter, Verwaltungschef für die Kolleginnen und Kollegen zu sein und eine Zukunftsperspektive zu schaffen. Aber genau da sind wir ja beim Punkt, Thema Führungskompetenz, sind wir jetzt eigentlich schon so im tiefen Thema drin. Großes Problem der Verwaltung ist ja, dass dort eine unfassbar hohe Fluktuation gibt.
Es wird unterschieden in alte Mitarbeiter, in neue Mitarbeiter. Viele Stellen sind einfach nicht belegt mittlerweile, weil die Abgänge so hoch sind, die Anzahl der Abgänge. Wie kriegt man sowas denn in den Griff? Meine Herangehensweise wäre dahingehend, dass ich mir intern ein umfangreiches Bild zunächst einmal mache von den Fähigkeiten, Kompetenzen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und zwar mit dem Ziel, dass das wieder Einzug hält, was möglicherweise, Sie haben das beschrieben, mit der Fluktuation auf dem Weg verloren gegangen zu sein scheint. Dass also ein wertschätzender Umgang, eine starke kooperative Haltung, ein kooperativer Führungsstil Einzug hält in das Haus, der eben zutage fördert, dass man merkt und auch lebt, gemeinsam für eine Sache einzustehen, dass auf diesem Weg der Gemeinsamkeit keine und keiner zurückbleibt und dieses Gefühl, ein Wir-Gefühl mit entsprechender Expertise und dem Wiederfinden der einzelnen Kompetenzen der Mitarbeitenden an ihren jeweiligen Arbeitsplätzen, idealerweise denn in einer sinnstiftenden Tätigkeit, das wäre mein Nummer-eins-Ziel, intern dafür zu sorgen, dass wir das Prinzip Augenhöhe leben und eben das, wofür ich auch immer gestanden habe und stehe, für den Dialog, für die Gemeinschaftlichkeit und die Zusammenarbeit entsprechend auch denn mich verbürge. Da sind wir ja genau im Thema bei der politischen Aufarbeitung. Und wenn man in die Vita von Felix Kahl reinschaut, Sie waren auch bei den Grünen. Ich bin auch bei den Grünen in Nordfriesland tätig gewesen, das stimmt. Als Nordfriese würde ich behaupten, wächst man mit ökologischen Themen zunächst einmal auf. Man ist dort umgeben von ökologischen Themen und nicht zuletzt natürlich auch der Energiewende. Und ich habe mich für erste politische Erfahrungen sammeln interessiert. Das ist richtig und wollte mich engagieren, wollte was tun. Es war die Zeit damals 2016, 2017. Die Stimmung im Land war ja auch denn sehr schwarz-grün geprägt. Man erinnert sich, Wechsel Kabinett Alwig zu Kabinett Günther. Und so habe ich mich politisch dort wiedergefunden und erste Erfahrungswerte gesammelt und bin heute ein parteiloser, hoffentlich parteiübergreifender Kandidat für die Stadt Bad Bramstedt. Jetzt stelle ich mir vor, da ist ein Mann, nahe der Familie in Quickborn, einigermaßen noch entfernt von Nordfriesland, von der anderen Familie, drei Kinder, Frau, Geschäftsführer der Lebenshilfe. Wie kommen Sie denn jetzt in die Position und sagen, Bürgermeister, könnte ich mir vorstellen, möchte ich mich bewerben? Wie ist das gelaufen? Das ist zunächst einmal, glaube ich, sehr aus einer Sympathie herausgelaufen, sodass man sich ja im Ort auch in meiner Tätigkeit als Geschäftsführer für ein gemeinnütziges Unternehmen austauscht. Man spricht miteinander, man hat mit Institutionen, Verbänden, Vereinen zu tun und im Querschnitt natürlich auch mit der Gesellschaft, mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und als dieses Thema und die möglicherweise bestehende Möglichkeit und das Interesse dazu abgeklopft wurde, ich gefragt worden bin, ob ich mir das vorstellen könnte, ist es für mich schon auch eine Art der Verpflichtung zunächst einmal gewesen, dort näher hinzuhören. Letztendlich geht es hier um das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger. Es geht um eine deutlich verbesserte Zusammenarbeit, Betonung liegt auf Zusammenarbeit zwischen der Kommunalpolitik und der Verwaltung. Und das sind natürlich entscheidende Aufgaben, um eine Stadt zu gestalten und sie in eine, ja, in eine würdevolle, stolze Zeit auch zu führen, die es vielleicht nicht mehr so an der Stelle gibt oder die entsprechend auch gelitten hat in den letzten Jahren. So kommt man da erstmal öffentlich dazu. Privat kommt man dazu, indem man viele Gespräche mit seiner Familie führt. Und die waren auch nicht immer einfach. Die waren vor allen Dingen aber im Kern von sehr viel Unterstützung geprägt. Und das sind es bis heute, sodass wir uns auch da im Punkto der Gemeinsamkeit zu dem Wohlergehen aller, die beteiligt sind, nicht zuletzt des Rathauses, der Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Bürgerinnen und Bürger und der Kommunalpolitik diese Aufgabe gut vorstellen können. Wir sind ja in einer Situation, wenn Sie das Ganze übernehmen sollten im September bei der Wahl, in einer glücklich-unglücklichen Situation. Also wenn Sie jetzt etwas übernehmen würde, was super läuft, haben Sie den Nachteil, also es ist einfacher, aber Sie haben den Nachteil, dass alle sagen, der Vorgänger hat super gemacht. Wir sind ja jetzt eigentlich in so einer Situation, wo alle Enden offen sind. Also das, was vor 5 Jahren besprochen wurde, Feuerwehrhaus, ist noch immer nicht da. Eine Brücke zur Verbindung der Innenstadt und auch noch nicht da. Mitarbeiter flüchten aus dem Rathaus. Bürgerbeteiligung ging in die falsche Richtung.
Lügenvorwürfe der Politik gegenüber der Bürgermeisterin haben wir gehabt. Fördermittel werden nicht abgerufen. Also es ist ja ein riesen Kuddelmuddel, was im Moment die Situation ist. Haben Sie da echt Lust drauf? Das Kuddelmuddel, was Sie an der Stelle beschreiben, ist für mich entsprechend auch die Herausforderung und Antrieb zugleich. Ich möchte Dinge anders machen, und zwar vor allen Dingen anders an der Stelle, dass wir in Bad Bramstedt, also wir heißt die Bürgerinnen und Bürger, die Kommunalpolitik und die Verwaltung im Einklang miteinander arbeiten, dass wir zusammenarbeiten und dass wir in den Dimensionen der politischen Beschlüsse, die es zu fassen gilt, auch die entsprechende Umsetzung erfolgen lassen. Dass es keine Hauruck-Aktion gibt, dass man sich klar darüber ist, in was für einen Schuldenhaushalt man sich begeben hat, dass es auch klar darüber sein muss, wie die nächsten Hebel anzusetzen sind, um dem Ganzen ein wenig und mehr Einhalt zu gebieten. Dass es auch klar sein muss, dass wir über die Grenzen hinweg mit umliegenden Gemeinden und Ämtern innerhalb der Stadt mit allen Verbänden, Vereinen und Institutionen zusammenarbeiten müssen und dass alle Kraft darauf verwendet werden muss, diese schöne Stadt wieder in eine Stabilität zu bringen. Und eine Stabilität, die auch gepaart ist mit entsprechender Menschlichkeit. Wenn Sie Pech haben, kommen Sie in einen Haushalt rein, der nur noch sehr minimal zu bewegen ist. Ich erinnere mich an die Gespräche vor 5 Jahren, als Verena Jeske und Hans-Jürgen Kütbach bei mir saßen. Da ging es darum, dass 20 Millionen Schulden nicht ganz erreicht waren und man überlegte, ob es wieder auf Null geht, wie man das hinkriegt. Heute laufen wir Ende 26 auf 100 Millionen Schulden zu für 14.000 Einwohner. Die Politik sagt, wir sind kurz, wenn wir nicht aufpassen, vor der Fremdverwaltung. Macht das denn noch Spaß? Also Gestaltungsmöglichkeiten sind dann nur noch sehr minimal da. Der Spaß an der Stelle wird sicherlich dann nicht zu kurz kommen, wenn man sich einig darüber ist, was vor allen Dingen auch die Erfüllung der Pflichtaufgaben bedeutet und was vor allen Dingen auch die konsequente Einwerbung und auch Umsetzung von Fördermitteln bedeutet. Ich kann natürlich nicht etwas anfangen und nicht zu Ende bringen oder auf halber Strecke möglicherweise auch Fördermittel nicht beantragen oder vergessen. Das kann nicht Ziel der Hausaufgaben sein, die man als Bürgermeister sozusagen vor der Brust hat. Also es ist offensichtlich, muss es die Idee davon geben, nicht zu sagen, ich weiß, wie 100 Millionen auf einmal in schwarze Zahlen zu überführen sind, aber vor allen Dingen weiß ich, wie sie in eine bessere Zahlen zu überführen sind, wie man einen Haushalt konsolidiert, wie man die Finanzierungsverträge, die abgeschlossen sind, sich vor Augen führt und überprüft dahingehend, ob sie entsprechend auskömmlich und richtig auch geschlossen worden sind. Als Beispiel, die Fördermittel entsprechend den Vorhaben entlang zu beantragen und dann entsprechend auch umzusetzen und natürlich vor allen Dingen die Pflichtaufgaben erfüllt. Und ich glaube, dass alleine schon diese drei Parameter zu einer anderen Stabilität führen würden, auch im Punkto Schuldenhaushalt. Das ist meine Meinung, ja. Letzte Frage. Ich schaue wieder zurück auf den Wahlkampf vor 5 Jahren. Es wurde alles versprochen, also Innenstadtbelebung ist Chefin-Sache und Brücken, die bis heute nicht gebaut wurden und ich weiß nicht was. Wie wird es in diesem Wahlkampf sein? Wird wieder viel versprochen? Oder wenn Sie in einem Satz zusammenfassen sollten, worum es geht, was wäre der Satz? Das, was die Stadt braucht, ist Stabilität und Vertrauen zwischen Kommunalpolitik und Verwaltung. Ich danke für das Gespräch. Ich habe zu danken. Herzlichen Dank. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.